pausiert habe, dass die jetzt da rausgeflogen sind. Das ist so ein bisschen blöd. Ah, scheiße. Ich glaube, wir sind wieder da. Sehr gut. Und jetzt habe ich. Ja. Im Profi-Ruckel-Modus. Ja, wir konnten es leider nicht richten jetzt auf die Schnelle. Aber wenn es so sein sollte, dass André noch öfter nicht kann, dann Müssen wir eine andere Regelung ja, finden? werden wir auf jeden Fall eine Lösung dafür finden, Ja. was die Problematik ist. Und weil der Rechner ist, kann eigentlich nicht am Rechner liegen, weil eigentlich ist er überhaupt nicht ausgelastet damit. Irgendwas ist falsch eingestellt, irgendwas ist falsch. Wir werden es rausfinden, nachdem wir jetzt wissen, dass es Ja. nicht das Internet ist, das schuld ist. Das war es also in Bremen auch nicht. Nee, anscheinend war das nicht das Problem. Nee, wir sind nicht verschwunden, Horst. Wir haben versucht, das So ist Internetproblem es. zu lösen und das Internet ist gelöst. Also es ist flutscht total. Das ist nur ein Computer, der nicht will. Oder Also es ist. wahrscheinlich ist es ehrlich gesagt einfach, wir haben irgendwas ist falsch eingestellt. Ich glaube tatsächlich, das ist das Hauptproblem. Vielleicht ist es irgendwie so eine Bildratenfrequenz. Ja, da haben wir auch So. schon dran rumgestellt, aber es ist jetzt auch nicht besser. Ich weiß nicht, es ist weird. Es ist auf jeden Fall weird, aber. Ja. Aber wir sind nicht verschwunden. Wir sind Nicht. immer noch da. Wir sind froh und munter. Ich habe hier einen Dugong neben mir sitzen, der immer noch den World Puppetry Day feiert. Und Und der noch keine Zukunft vorhergesagt hat heute. das stimmt, aber ich glaube, er wäre total bereit, die Zukunft vorherzusagen. Er ist nämlich mega gut drauf, dachte ich, oder? Ja, ich habe schon gearbeitet, Jules. Oh, was hast du Ich denn habe gemacht? eure, ja, die Ankündigung für heute. Ach so, stimmt, bei Instagram. Er hat die Ankündigung gemacht. Das stimmt, das habe ich Ja. gesehen, das war sehr gut. Hast du super gemacht. Danke. Es ist World Puppetry Day. Ich habe was zu Wasser vorbereitet. Und da reden wir jetzt drüber. Na dann hau Ja, raus. wir reden schon die ganze Zeit über Wasser, Dilan. Was hast du denn vorbereitet? Nix. Es ist ja heute Faulenzertag, habe ich gehört. Na toll, Faulenzertag, ja, hervorragend. Du kannst ein Orakel machen, Dilan, weil vielleicht geschieht dann für Jules das in der nächsten Woche. Was? Stimmt. Vielleicht kriegst du Flieder, Jules. Vielleicht Ich glaube nicht, dass ich kriegst noch du mehr wieder Flieder kriege. geheim Flieder. Wie wär's, Dilan? Mach das mit den Karten. Ja, ich mache das mit den Karten. Da muss ich dich wieder kurz absetzen. Das ist immer noch dieses Tentakelproblem. Also Oktopusse können besser Puppen spielen als ich. Zumindest. Das ist immer der Vorteil, wenn man zu dritt unterwegs ist. Da ist Dugong Orakeln ganz einfach. Da haben wir nämlich sechs Arme und das reicht zum Orakeln. Das stimmt. Ich habe die sogar mal gemischt jetzt, Jules. Ja, die sind also neu gemischt. Du sollst ja nicht runtergucken. Der guckt. Ich mache es so. Der kann ja nicht lesen, aber er guckt dann immer schon vorher. Ich halte jetzt wieder meinen Finger da drüber und du sagst dann irgendwann Stopp, ne? Okay. Eine Qualle. was steht da? Naja, müsstest das lesen können. Nein, kann ich nicht. Lies vor. Spiegelei-Qualle. Die Jules hat die Spiegelei-Qualle. Das tut, also es ist sehr gut. Also ich denke, dass jemand, der Flieder geschenkt bekommt, auch ein Ei geschenkt bekommt. Und zwar aber nicht irgendein Ei, sondern ein Ei in der Pfanne. Da wird ja das Ei in der Pfanne verrückt. Das ist ja der Spruch der nächsten Woche. Da wird ja das Ei in der Pfanne verrückt. Und es klibbert, weil vielleicht am Anfang jemand den Herd nicht doll angestellt hat. Du musst ganz doll nächste Woche darauf aufpassen, wenn du dir ein Spiegelei brätst, dass du den Herd anmachst. Weil sonst ist es nämlich glibberig, wie eine Qualle. Und deswegen heißt nämlich auch die Spiegeleiqualle Spiegeleiqualle, weil die nämlich glibberig ist. Die ist nicht durchgebraten. Ja, ich glaube, Eier wird es wahrscheinlich nächste Woche ohne Ende geben. Es ist Ostern, ne?
Ja! Mind blown. Was ist Ostern? Was ist Dylan Ostern? kennt Ostern nicht. Das Konzept von Ostern ist ihm fremd. Ja, ist auch ein bisschen weird, ne? Ja. Man feiert den Frühlingsanfang und versteckt Eier. Aha. Warum? Naja, Weil der Hase Eier legt. also ich muss ja zugeben, ich liebe Ostern und ich liebe Eiersuchen auch jetzt noch. Und letztes Jahr Ostern, weil war ja Corona und so, war ich nicht bei meiner Familie, sondern zu Hause in der WG. Und dann habe ich darauf bestanden, dass wir Eiersuchen machen. Und dann habe ich Eier versteckt für alle anderen, damit sie einsehen, dass Eiersuchen total cool ist. Und hat's Ja, geklappt? Hat sich total. dieses Jahr sehr gut. Ja, haben sich Och, alle hatten sehr viel ich. Spaß. Und sie waren auch total geil versteckt, weil wir haben auch Garten und so. Und es war, also sie haben auch echt ganz schön Oh. gebraucht, bis sie alle gefunden hatten. Ich liebe auch Eier suchen. Ja. Und es ist ein bisschen tragisch hier zum Thema Eier verstecken und Eier suchen. Und was aber noch viel schlimmer ist, was ich noch wichtiger als die Eier finde, weil ich esse nämlich überhaupt nicht gerne Schokolade. Insofern finde ich das Eier suchen toll, Ja, aber du kannst aber ja. das Eier essen. Ach so, wir haben echte Eier gesucht, also keine Ach Schokoeier, so. sondern gekochte Eier. Ah, Und okay, danach ja, gab dann es hat dann den man. Eierwettkampf. Was ist das? Da musste man immer so die Eier, so eine quasi so eine leichte, so, wir haben quasi so eine leichte Steige gebaut mit Decken und dann mussten die Eier da runterrollen und immer die zwei Eier, glaube ich, die das oder die am weitesten gerollt sind, die mussten dann gegeneinander antreten und dann schlägst du die aufeinander. Und das Ei, das kaputt geht, ist der Verlierer. Und am Ende irgendwann bleibt nur noch ein Ei übrig. Das Gewinnerei. Und das bleibt dann ein Jahr lang im Besitz des Gewinners und wird am nächst, zum nächsten Jahr dann. Nein, es stand tatsächlich bei mir, ich glaube, 6 Wochen Oh. oder so auf dem Schreibtisch. Mach das nicht. I Fängt irgendwann oh. an zu stinken und dann kommen so Sachen so rausgedrückt, so aus kleinen Löchern. Die Poren des Eis Ja. werden. Ja, da kommt's. Warum hat die das gemacht? Sie hat den Frühling zelebriert. Ja, Menschen sind weird. Menschen sind mega weird. Also eine Spiegeleiqualle übrigens zum Thema Informationen auf wissenschaftlicher Basis ist in diesem Quartett unter Hochsee eingereicht worden. Und ja, die ist, hier steht, mit ihrem weißlichen Schirm und dem gelben Dotter in der Mitte macht die Spiegeleiqualle ihrem Namen alle Ehre. Sie hat 8 zentrale und viele kleine Arme, zwischen denen zahlreiche Fische Zuflucht finden. Zur Fortpflanzung entlässt die weibliche Qualle kurz vor ihrem Tod Larven, aus denen sich am Meeresboden zunächst festsitzende Polypen und schließlich neue freischwimmende Quallen bilden. Eine traditionelle Quallenfortpflanzung also. Im Gegensatz zu den fruchtbaren Osterhaseneiern an Ostern. Die, wenn man sie lange dort lässt, dann. Oh, Bob Manstaff schreibt, oh, es hakt wieder. Aber ich frage mich, was er meint. Ob er meint, dass das Das, Video hakt? Das ja, das, hakt ja schon die ganze Zeit. ja, aber vielleicht ist er erst dazu gekommen. Ja, das Video hakt heute leider wieder und es wird auch nicht besser werden heute. Es tut uns leid, wir sind wieder im Podcast-Modus. Das heißt, es gibt nicht viel zu gucken, aber ihr könnt unsere wunderschönen Stimmen hören. Und Ja. Wir bemühen unsere. uns, besonders sexy und tief zu sprechen oder so. Ja. Nicht wie die unter Wasser. Wie im Kong Chef 2 oder 3. Ja, ist perfekt zum Schach nebenbei spielen. Ja, genau. Spielt Schach, spielt mehr Schach, tut was für euren Kopf. Wir versuchen noch ein bisschen anderen Input da mit reinzubringen, zum Beispiel Spiegeleiquallen, die dann passend zu Ostern geliefert werden. Also wirklich, was es wieder eine unglaubliche Energie war in diesem Kartenspiel. Ja, du kannst dann jetzt wieder Pause machen, Dylan. Okay. Und zuhören. Dann mache ich jetzt den faulen Teil des Faultiertages. Es Oh. ist nicht Faultiertag, es ist ein Faulenzertag. Tag Ach so. des Faulenzens. Das Ja, heißt, das macht doch weiter. legt euch alle auf die Ja. faule Haut. Es ist ja gar nicht mehr so viel Tag davon heute. Ja. Und faulenzt ein bisschen und
Genau, ich hab mich Gut. gefragt, ob es denn ein faules Tier unter Wasser gibt. Ja, und? Ja, also es gibt tatsächlich ein Tier, das, wo man sagt, das ist ein sehr faules Tier unter Wasser. Und zwar ist das der Ammenhai. Hast du von dem schon mal gehört? Kennst du Ja, wahrscheinlich. da gibt es zwei Stück im Stralsunder Ozeaneum und die liegen dort unten. Und die sind nicht so faul, kann ich zumindest nicht bestätigen. Also sie hängen zwar am Grund des Tiefseebeckens, da Hochseebeckens rum, aber die waren früher, ich habe doch letztes Jahr dieses High-Special für den Deutschlandfunk da gemacht. Und dabei habe ich gelernt, dass die beiden Ammenhaie früher im Schildkrötenbecken rumhingen und die Schildkröten geschnappt haben, wenn ich das richtig erinnere. Und deswegen in das andere Becken gebracht worden sind, weil die dann nämlich gar nicht so unaktiv waren. Also es gab keine Verletzte, aber die waren nicht ganz so freundlich im Schildkrötenbecken. Nein, also ich glaube, es gibt im Meer Stimmt gar nicht. nicht. Die Schildkröten waren fies zu den Ammenhaien. Es war andersrum. Die konnten nicht rumhängen. Ja, also ich glaube, es gibt im Meer nicht wirklich ein Äquivalent zu jetzt Faultier oder sowas. Aber die Ammenhaie gelten als sehr faul. Und das liegt daran, dass sie eben einfach die meiste Zeit halt rumliegen. Also wie du das im Aquarium gesehen hast, liegen die total gern unter irgendwelchen Felsbrocken oder so rum und die kuscheln auch total gern. Also da findet man auch öfter mehrere von denen, die liegen dann auch gern aufeinander. Und das ist auch was Besonderes von diesen bodenbelebenden Haiarten, dass die überhaupt rumliegen können. Also es gibt nämlich zwei Arten, wie Haie atmen können. Es gibt pelagische Haie, also Haie, die so in der Hochsee rumschwimmen oder auch die so schwimmen, also zum Beispiel, ja, wohl Riffhaie liegen auch. Und die atmen so, indem sie ihr Maul offen haben und das Wasser strömt durchs Maul und dann durch die Kiemen. Und so kriegen die den Sauerstoff. Und die bodenlebenden Haie, wie zum Beispiel die Ammenhaie, die haben hinter den Augen ein Spritzloch und darüber ziehen die das Wasser rein und durch die Kiemen. Und weil sie dieses Spritzloch aktiv bewegen können, saugen die quasi Wasser. Also deswegen heißt es auch Saugloch, saugen die aktiv Wasser und das heißt, die müssen nicht schwimmen, damit das Wasser durch die Kiemen geht. Und das hat auch noch den Vorteil, also außer dass man rumliegen kann, dass kein Dreck durch die Kiemen kommt, weil eben dieses Spritzloch an den Augen liegt, also ein bisschen weiter oben am Kopf und nicht unten am Mund. Und dann hat man nicht den ganzen Dreck, der da so ins Wasser zieht. Ja, oder bei den Rochen, die das ja auch haben, die ja ganz platt liegen, die hätten ja auch so ein Sandproblem, wenn sie kein Spritzloch hätten. Die würden immer, die haben ja den Mund am Bauch, die würden immer eine Ja. Ladung Sand einatmen, ey. Boah. Viel Spaß. Genau, so, und weil die halt eben immer so viel rumhängen, sagt man, die sind faul. Aber ich wollte mal ein bisschen, auch mal ein bisschen drauf eingehen, warum der Ammenhai Ammenhai Oh ja, heißt. sieht er Weißt übrigens. Nein, du sieht er so? Oh. das? Nein. Das ist jetzt natürlich sehr abgehakt dann bei dir, Inge, aber Ich mache das noch irgendwann nochmal, wenn ja. das Video besser ist. Beim Das ist mein nächsten neuestes Mal ist das Video Spielzeug. besser, versprochen. Ja, warum heißt denn der Amhai Ja, das ist interessant. Ich habe so einiges zu gefunden, aber ich habe dann ein Paper gefunden, wo einer so, und ich sag jetzt, wie es richtig war, dieser ganze Scheiß, der Amhai? Oh. rumerzählt wird. Also man muss dazu ins Englische, also auf Englische heißt der Hai Nurse Shark, ne? Und Nurse ist ja auch, wie sagt man, Brust geben. Ne? Nursing ist einem Baby die Brust geben oder ein Baby stillen. Genau, deswegen auch im Deutschen Ammenhai. Und genau, es ist, also man sagt, es ist nicht so ganz klar, woher das kommt. Es kam eben auch das Ding, dass sie eben mit dem Spritzloch so Wasser saugen und manchmal auch, genau, und dass sie manchmal mit dem Maul so Geräusche machen, dass sich das irgendwie anhört wie ein saugendes Baby. Das ist aber wohl totaler Quatsch. Also das steht manchmal im Internet, aber der eine Wissenschaftler war der Meinung, das ist absoluter Quatsch. Dass der Name Nurse Shark wird wohl zurückgeführt auf ein altes englisches Wort, Huss, das für Katzenhaie benutzt wurde. Und Hass, wie das jemanden hassen? Huss, also Huss, Oder Huss.
Ah, okay. Ja, also nicht das deutsche Hass, sondern ein englisches Hass. Ja. Und das dann quasi über die Zeit zu NUSS wurde. Also NUSS. Und genau, und das wurde für Katzenhaie benutzt. Und Ammenhaie sind halt Katzenhaien sehr ähnlich optisch. Hat man die dann wahrscheinlich, als man die zum ersten Mal vor allem in der Karibik, als man damals nach Amerika rüber gesegelt ist, so zum ersten Mal gesehen hat und die dort auch gefangen hat, hat man die wohl angefangen, dann Nussshark zu nennen, und es wurde dann zu Nurse Shark Nurse. über die Zeit. Genau. Also so ein bisschen eine klassische Geschichte, wie sich halt so Wörter wandeln über die Zeit. Genau, Ammenhaie kommen eben vor im Atlantik, so Karibik-Gegend. Also sie mögen es ganz gern warm, finden sie ganz gut, weil sie sind ja faul. Ich glaube, faule Menschen mögen es ganz gern immer warm. Genau, gibt es auch im Roten Meer, im Indopazifik und genau, Atlantik hatten wir schon. Ah, im östlichen Pazifik auch. Dann war auch interessant, die werden, bei Wikipedia steht, sie werden zwischen 75 und 4 Meter groß. Ich habe mich über die 4 Meter gewundert. Ich habe schon öfter Ammenhaie gesehen. Ich habe die aber nie so groß gesehen wie 4 Meter. Und der Mensch, der auch schon über den Namen aufgeklärt hat in seinem Paper, hat auch aufgeklärt, es wurde noch nie ein Ammenhai, der größer war als 2,80 Meter gefunden. Also dieses 4 Meter ist Quatsch. Also hat mich auch Ha. gewundert und Ja. es ist wohl Quatsch. Die sind. Die schauen ziemlich langweilig aus, also sind so braun-grau von der Farbe, also jetzt nicht so spektakulär. Hängen auch meistens im Flachwasser. Sie sind eben auch sehr, zum einen beliebt in Aquarien, weil sie halt eben so rumhängen und sich gar nicht so viel bewegen, und deswegen sind die eben praktisch zum Halten. Und sind halt irgendwie anscheinend auch relativ glücklich im Aquarium. Das heißt, die leben da lang und sterben nicht so leicht weg. Und sie sind halt auch eigentlich harmlos für Menschen, und deswegen sind die eine ganz tolle Attraktion in Tauchgegenden. Also es gibt dann oft irgendwie Bereiche, wo du dann irgendwie mit Ammenhaien schwimmen kannst oder zum Tauchen, weil sie eben ganz friedfertig sind und ganz ruhig. Und deswegen sind die da sehr beliebt, und deswegen sieht man die auch sehr oft auf Fotos und in Videos oder in sowas. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass ihr die schon mal gesehen habt. Und weil sie essen natürlich. Menschen sind nicht Beuteschema, wie gesagt, sie sind auch nicht so groß und sie essen eigentlich eher Krebse und Seeigel und kleine Fische und Oktopusse und sowas. Und sie haben halt auch kleine Zähne, aber die sind nicht irgendwie wie der weiße Hai, ne, so rapp, sondern die saugen ihre Nahrung. Also die sind eher so Staubsauger, also die machen so. Und das heißt, sie können auch Ah, total, das. total gut Ja. in so Löcher rein und dann schön so, weißt du, so aus so einem Felsloch so. Sich da irgendwie so ein Seeigel reinziehen. Und die haben halt dementsprechend auch total Kraft in den Kiefern, weil die eben einfach so Krebse zermalmen damit. Ne? So. Ah, ja. Und da kommt jetzt das Ding. Also, wenn man mit Ammenhaien taucht oder schnorchelt, man sollte, also die sind harmlos und so, aber man darf sie halt nicht ärgern. Ne? Und man darf sie auch nicht knuddeln, weil sie können halt beißen. Und auch wenn sie nicht so Ach. große Zähne haben, haben die halt ganz schön Power im Kiefer. Und muss nicht sein. Und es gibt auch tatsächlich, also wenn man guckt bei YouTube oder Instagram oder so, gibt es auch immer wieder Videos, wo Leute halt gebissen werden von denen. Aber es ist halt, mei, also wenn du halt Tiere ärgerst, die keinen Bock drauf haben, dann passiert Ja, das. beim Mondfrisch hat man dann ein paar Bakterien im Schritt, wenn man den ärgert. Verdientermaßen, ey. Fällt mir da. Ja. Ja. Und das Video, Der das ich Amai. zeigen wollte heute, war, weil eigentlich hatte ich ein Video gesucht, wo man Ammenhaie einfach sieht, damit ihr mal sie sehen könnt. Und dann bin ich halt zufällig gleich als erster Treffer, bam, auf ein Paarungsvideo von Ammenhaien gestoßen. Und dann dachte ich mir so, ja, yeah, High Sex, haben wir schon so oft drüber geredet. Jetzt gucken wir uns das Video an. Ja. Du kannst es in den Chat reinpacken, also den Link Ich dazu. kann es in den Chat reinpacken, aber eigentlich will ich das nochmal gemeinsam gucken. Also beim nächsten Mal gucken wir das gemeinsam. Ja, Und wenn nicht, kann dann pack ich es in den Chat rein. Aber. wir wollten noch eine ganze Sendung mal über Tierpornos, also Meerestierporn. Ich habe da auch noch die Dugong-Paarung Ach, mit der Drohne beobachtet. ja, das müssen wir noch machen. Auf jeden Reaction-Video zu Meeresporno. Ja. Das heißt dann mehr Porno, MEE. -E.
Ach, die Mehrwortspiele. Mehr Wie ist Porno die mit plötzlich Semester? Wissen. Porno mit plötzlich Wissen. Ich glaube, ich muss ein Buch schreiben. Ein Kinderbuch? Nein. Das ist ja gut. Ja, aber genau, Paarung. Und zwar sind die Lebendgebären, aber die Sorte, dass sie, die haben die Eier im Bauch und dann schlüpfen die Babys im Bauch schon aus den Eiern. Oh, wo Und Vivipar. genau, und dann aus der Mama raus. Und die haben so ungefähr 30 Junge, so im Schnitt, und kriegen, glaube ich, Ui. nur alle 2 Jahre Babys. Genau, und tatsächlich, wegen der ganzen Faulheit, haben sich Forscher das mal ein bisschen genauer angeguckt und tatsächlich haben die einen total langsamen Stoffwechsel. Also die haben sich, die liegen nicht nur rum, sondern die fahren sich echt komplett runter. Und dadurch können sie halt sehr lange von wenig Futter leben, weil sie halt nicht so viel brauchen, weil sie nicht so viel Energie brauchen. Und können total effizient Futter verwerten. Aber wenn sie sich halt da mal bewegen, dann kostet das sehr viel Energie. Also dann kostet das quasi mehr Energie als bei anderen. Ja. Genau, aber tatsächlich, also Faulheit ist tatsächlich ihr Lifestyle. Also so in ihren Genen drin quasi. In ihren Zellen sind sie auch faul. ja, und dann ist halt auch. Upsi. Sie haben nicht viele Feinde, also andere Haie fressen sie mal, aber das war es dann auch. Und dann natürlich der Mensch, wie immer. Also die wurden sehr viel gefangen, also vor allem dann auch zu der Zeit der amerikanischen Besiedlung, wegen dem Leberöl, das halt eben ne, für Lampen und auch als Delikatesse für Orcas. Nee, sondern auch tatsächlich als Öl für Motoren und so genutzt wurde, also als Kraftstoff. Und die Haut war wohl auch, also die haben sehr, sehr harte Haut und sie ist aber irgendwie anscheinend weich, also sonst ist ja Haihauch sehr, sehr rau und die ist wohl nicht ganz so rau. Ja. Und die Haut war wohl auch sehr angesagt, das Leder, um das zu nutzen. Krass. Wusste ich auch nicht, war ich auch sehr überrascht schon. Und dann eine Sache, die fand ich auch total spannend, weil das wusste ich auch nicht. Das Leberöl wurde benutzt damals von Schwammsammlern, also die mit dem Boot rausgefallen sind, um Schwämme zu sammeln. Und zwar, um die Oberfläche des Wassers zu beruhigen. Damit sie besser, Hä? ja, du machst, weil du ja die Oberflächenspannung mit Öl aufbrichst, haben sie quasi irgendwie, es wurde gesagt, dass ein Tropfen Öl irgendwie reichte, um 1 Stunde lang das Oberflächenwasser so zu beruhigen, dass die durchgucken konnten, weißt du? Dass Ah, diese ja. kleinen Wellen wechseln und dann können sie gucken und können gucken, wo die Schwämme sind und wo sie runtertauchen müssen. Und Krass. ja, das hatte ich auch noch nie gehört, fand ich auch total interessant. Genau, das war die kleine Zusammenfassung Amhai-Exkursion. zu den faulen Armenhaien. Ja, Faule Amhai, ich hatte ja auch ja. eine News der Woche. Ah, Die jetzt auch, das sind die ganzen Überraschungssachen. ja, aber die jetzt auch ein bisschen zunichte ist, weil wir da eigentlich auch Fotos gucken wollten. Ach, Ah, ja, Videos gucken Scheiße. wollten. Und zwar, aber ich erzähle es trotzdem kurz. Video. Ist es Aber so? hast du ein Foto? Ich meine, wenn es ein Foto gibt, dann kann man das ja lange, das bewegt sich ja nicht. Ja, ich muss jetzt mal gucken, ob das. Hast du ein Foto? Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Also der Trick war, dass Jules ganz viele tolle Sachen vorbereitet, von denen ich nicht weiß. Aber das weiß ich, weil ich die News der Woche noch mitbekommen habe. Will dem aber nicht vorgreifen, will nur noch mal betonen, dass nach dieser ganzen Erzählung zum Thema Amhai bin ich mir relativ sicher, dass ich dass die Amhaie in Stralsund von den Schildkröten genervt worden sind und nicht andersrum und deswegen ins andere Becken gekommen. Also unter anderem, deswegen, wahrscheinlich sind sie auch ein bisschen zu groß geworden und die Wassertemperaturen sind unterschiedlich, aber Ich ja. kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass die Ammenhaie die angefressen haben. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, und diese Schildkröten, die sind auch total wild bei der Fütterung. Und es ist ein kleiner Riffhai bei denen auch mit im. Ah,
ein kleiner Riffhai mit im Schildkrötenbecken und der Riffhai, der wird auch immer gesondert gefüttert. Also der hat eigene visuelle Informationen, kriegt er von den Zoowärtern da, damit der an eine andere Stelle des Aquariums schwimmt, wenn die darf erst fressen, wenn die Schildkröten gefressen haben, weil die Schildkröten sonst sein Futter wegfressen würden. Mhm. Also sie müssen schon ein bisschen satt sein und beruhigt und dann wird er ans andere Ende des Beckens gelotst, während die vorne noch abgelenkt werden mit einem Salat, damit der fressen kann. Und der hat voll Schiss vor den Schildkröten. Also insofern, die Ammenhaie leben jetzt ruhiger in dem anderen Aquarium, wenn gleich auch etwas kälter. So, ich habe jetzt ein Bild aufgemacht. Ah, es ist mal wieder Drama beim Computer. Genau. Also vielleicht, Inga, du hast es wahrscheinlich mitgekriegt. Also ich glaube, es haben viele Leute mitgekriegt, weil das war nämlich schon ziemlich dicke in den Nachrichten. Und zwar, die Polarstern ist ja gerade wieder in der Arktis unterwegs. Und da ist halt was Besonderes passiert. Und zwar ist da der Eisberg A74 abgebrochen. Und zwar am 26. Februar. Und der war richtig riesig. Der hatte 1270 Quadratkilometer groß. Also das ist wirklich... 1270 Quadratkilometer, wie viel? Hast du einen Vergleich? Ja, sie schreiben hier, das ist doppelt so groß wie Berlin. Ah, oh, okay. Also das ist wirklich ein gigantisches Ding. Und der ist abgebrochen und dass so ein riesen Eisberg abbricht, passiert nicht oft. Also das ist eine Besonderheit. Und das war halt gerade in der Nähe, wo die Polarstern war. Also totaler Zufall, damit hatte auch niemand gerechnet. Und dann waren die natürlich geil, lass da mal hinfahren. Und das haben sie versucht. Sie kamen erstmal nicht so schnell dahin, einfach aufgrund von Stürmen und Wetterlage. Es ist halt immer mit Booten auch heutzutage noch so, dass man da nicht alles machen kann, was man will. Und letzte Woche konnten sie dann endlich, war das Wetter dann so, dass sie da hinfahren konnten. Und genau, das ist halt eine totale Sensation, weil man, glaube ich, sonst noch nie davor es geschafft hat, an so eine Stelle zu kommen, wo so ein großer Eisberg abgebrochen ist, weil das bedeutet, dieses Eis war da Jahrzehnte und alles, was drunter ist, der ganze Meeresboden und so, heißt, war Jahrzehnte von der Sonne abgesperrt. Und jetzt war es natürlich total spannend zu sehen, was da drunter ist. Und dann haben die so ein Kamerasystem, OBS heißt das, glaube ich, runtergelassen und haben Fotos gemacht davon. Und das, was wir jetzt hier gerade oben in der Ecke sehen, ist ein Foto von den Sachen, die sie so im Meeresboden gefunden haben. Und zwar waren sie halt total überrascht, weil sie haben mega viel Leben da unten gefunden. Also sie haben zum einen eben viele Steine gefunden, wo Filtrierer leben, also Tiere, die eben Partikel aus dem Wasser filtern. Das kann man jetzt hier eben ganz schön sehen. Also das ist ein Stein, da sieht man so eine Seeanemone. Da unten, das könnte ein Schwamm sein. Also man sieht auf jeden Fall, da wächst ziemlich viel. Sie haben auch Fische gesehen, die da rumgeschwommen sind. Sie haben Tintenfische gesehen, die da rumgeschwommen sind. Sie haben Seegurken sind da unten rumgekrochen und Seesterne. also da war ganz gut was los und damit hatte man so einfach gar nicht gerechnet, weil da ist ja eigentlich keine Sonne. Das heißt, es gibt kein Plankton. Da erwartet man halt eigentlich nicht, da gibt es nicht wirklich Futter, da erwartet man halt eigentlich nicht, dass da Zeug ist. Aber es ist halt eindeutig Leben da. Und dann haben sie natürlich auch, haben sie schöne viele Fotos gemacht, die man online sehen kann. Ich habe jetzt leider, ich kann mal kurz nochmal gucken. Ah, das macht mir hier immer alles kaputt. Dass ich nochmal eins wechseln kann. Genau, also die Fotos, die Avi hat uns erlaubt, die zu zeigen. Netterweise. Ja, das ist der Vorteil, wenn man da mal gearbeitet hat. Nee, ich glaube nicht. Ich sehe bis jetzt immer nur... Ja, ich hab du hast? Nie, ich habe gar nie am Avi direkt gearbeitet. Ah, okay. Also nicht so offiziell, also nicht so richtig. Offiziell. Ja, ich sehe immer noch das erste Bild. Ja, ich versuche gerade... ein anderes rauszusuchen und dahinter zu schalten oder so. Ja. Ja, es ist fies mit der Technik. Ja, was ist denn dieses Bild? Ja, wenn die Herausforderung ist, jetzt kommt Neues, glaube ich. Mir ist es selber.
und zeigst du nicht das andere. Horsi schreibt, in Twitch steht, dass die Bildwiedergabegeschwindigkeit bei 500 Kilobits ist. Wenn ihr das hochstellen könnt, gewinnt ihr wahrscheinlich schon viel. Ja, wenn wir wüssten, wo wir das spontan machen. Das könnte der Trick fürs nächste Mal sein. Oh, falls ihr auf OBS Streamlabs kann man auch auf Performance stellen in den Optionen. Ja, das Problem ist, dass gerade Jules alles versucht. Und die hat Sachen ausprobiert. Und sie versucht gerade noch die Fotos zu finden. Das ist bestimmt ein bisschen herausfordernd, alles gleichzeitig. Ja, jetzt muss das, ich habe was Neues gesehen gehabt. Ja, jetzt muss das, glaube ich, haben. Ja, nee, wir haben das gerade alles nochmal eingestellt bei OBS, aber irgendwie. Irgendwie wird das nichts. Aber hier, nee, die Bildrate bei Discord, das passt alles. Also Inga und ich sehen uns top. Aber bei Twitch ist es anders anscheinend. Ah, okay. Horsti hat halt geschrieben, dass die Wiedergabegeschwindigkeit 500 Kilobyte ist bei Twitch. Mhm. Und dass das vielleicht das Problem sein könnte. Und Bobman Stuff schreibt eben, bei OBS kann man auch auf Performance stellen in den Optionen. Okay. Okay, ich probiere gerade noch mal was aus. Sorry, ganz kurz. Ja, man lernt on the go hier. Also, das Gute ist, dass Jules jemanden da hat, der auch in den Einstellungen rumfummeln kann und weiß, was er tut. Insofern sind wir nicht ganz unvorbereitet. Wir sind trotzdem davon unvorbereitet, dass es nicht funktioniert. Wir waren uns so sicher, dass es diesmal funktioniert und dass es nur am Internet in Bremen gelegen hat. Und ich mit meinem schönen LAN-Kabel, nachdem ich das tolle Gespräch hatte zum Thema, sie haben gar kein Anrecht auf Wi-Fi. Das so. Hier funktioniert zumindest das Jetzt Netz. Sollte es laufen. Sollte es auf jeden Fall besser sein. Ist es jetzt besser? Ich kann ja mal fragen im Chat. Er lädt mir mal einen Stream. Also. Nee, das ist nicht besser. Das ist nicht besser. Nee. Nee. Schade. Jetzt sind du meine Einstellung hier 10 Minuten lang zu sehen. Nein, das ist nicht besser. Nee, sorry. Shit. Kein Unterschied. Schade. Wir haben es versucht. Wir müssen das nochmal genauer recherchieren. Das waren die News der Woche. Leben unter der Arktis. Leben unter der Arktis und Leben mit schlechter Twitch-Übertragungsrate, alles in einer Woche. Ja, aber ich weiß es auch nicht, warum er jetzt hier das Scheißbild nicht zeigt. I don't know. Ah, Bobman, es liegt nicht an Discord, auch Systemanimationen werden nicht gezeigt. Der größte Knackpunkt ist vermutlich, ob ihr einen ganzen Bildschirm oder Fenster streamt. Mhm. Genau, wir streamen gerade das ganze Fenster. Jetzt nur noch zwei Fenster. Jetzt nur noch zwei Fenster. Er lädt es nicht hoch. Und ich gebe jetzt auf. Aber ihr könnt die Bilder, ich meine, ich hau einen Link bei Discord in den Chat. Dann könnt ihr euch die Bilder angucken. Weil das Abi hat die nämlich da. Und die sind ganz cool. Ist auf jeden Fall ganz spannend. Ja. Genau. Und wir kriegen noch mehr Tipps zum Thema OBS. Wir müssen das jetzt einfach so lange hier weiter durchziehen, bis sich irgendjemand erbarmt. Das ist so, ich richte euch das ein, ich ertrage das nicht mehr. Ja, also tatsächlich ist es mit mir so, ich bin da echt blöd, ich mag mir sowas auch nicht angucken. Ich bin froh, ich würde mir das dann alles als Podcast anhören. Ich bin so eine nervige Perfektionistin, auch was die Synchronisation von Spielfilmen betrifft. Oder wenn das eine Zehntelsekunde hinterherhängt, ich drehe da durch. Ich weiß nicht, was mit mir da los ist. Ich bin da auf jeden Fall nicht entspannt mit. Nee, das stimmt. Das nervt mich auch total, wenn bei Filmen das so versetzt ist.
Bei uns ist es aber so krass, dass, wenn ich mir das angucke, das ist, da ist ja nicht mal mehr versetzt. Das ist ja, das sind jetzt Ja, ich könnte da wirklich. also gar nicht hingucken. Nee, das muss man dann einfach zuhören. Nee, hingucken kann man da echt nicht mehr. Ja, Ah, es wir tut müssen uns diese so ganzen. leid, aber es wird, wir werden das hinkriegen. Ja. Versprochen. Ja. Ja, ich kann von meiner Seite zum Thema Jacques Cousteau nur schlimme Sachen noch Ach berichten. Gott, Ich stimmt, habe du mal warst ja noch gar nachgeguckt. nicht fertig. Ja, bitte beendet Ja, mal. das ist Beende nicht es schön. doch. Nein, er ist gestorben. Nein. Doch. Nein. Ich Ah, dachte, ja, er er ist wäre jetzt 1997 gestorben. 113. Nee, er ist nicht 113. Er hat schon sein 100-Jähriges nicht erlebt. Und er war in der Wissenschaftscommunity nicht ganz so, sagen wir mal so, kennst du Professor Hans Fricke? Ja, das war auch Tiefseemensch. Der hat auch U-Boots gebaut und so, ne? Ja. Da habe ich mal was, also ich habe halt am Anfang gedacht, wieso ist hier alles so positiv? Dann habe ich mal in die negativen Sachen recherchiert. Es gibt gar nicht so viel, außer wenn man sich original französische Sachen anguckt, wo irgendwie zickige Moderatoren vorkommen, was ich dann auch getan habe. Du sprichst auch Französisch, Aber ne? ja, aber das hat mich total aggressiv gemacht, dieser Moderator. Das ist wirklich ein so unangenehmer Typ. Deswegen habe ich dann da tatsächlich hinterher aus Neugierdegründen geguckt, ob auch andere Leute den total scheiße finden. Und ja, es gab einen Typen, der bei ihm eingeladen war in eine Sendung und hinterher irgendwie das Megafass aufgemacht hat, wie er behandelt worden ist. Ja, das gab es. Aber der dort eingeladene Sohn von Jacques Cousteau, der Jean-Michel Cousteau, der ist extrem ruhig geblieben. Und er hat nichts gemacht, obwohl er echt, also diese Subtilitäten von diesem komischen Moderator waren furchtbar. Nichtsdestotrotz, ich habe noch was gefunden von Herrn Fricke. Ne? Herr Fricke hat, den kann man zitieren, aufgrund eines Internetartikels, der auch auf Deutsch gelaufen ist. Der ist mit einem, der zu deiner Erinnerung, ist mit einem Mini-U-Boot namens Jago Ah unterwegs ja, nee, klar, gewesen. Jago, Vielleicht die ist das. Jago ist immer noch, genau, die ist immer noch am Geomar, die ist immer noch im Einsatz. Ja, er ist dem Quastenflosser hinterher Genau. ja. Genau. Er ist der Entdecker der Quastenflosser. Ja, das ist der Herr Fricke. Und der hat über auf die Frage, was denn der Cousteau für ihn bedeutet, da ist er total begeistert von dem Film Die schweigende Welt von 56. Das hätte ihn auch total animiert, in die Meeresforschung zu gehen. Und dann hat er noch, kann man ihn zitieren, er hat auch gesagt, dass der Jacques Cousteau das Meer zum Erlebnisraum gemacht hat, einfach durch die Filme und diese Serie, die man sich auch angucken kann. Es gibt da übrigens auch eine Folge über Seekühe, die ich mir nicht angeguckt habe, einfach weil ich das zeitlich nicht geschafft habe. Muss ich machen. Und ja, kann ich, ja, können wir noch mal oder ich. Mal gucken. Das sei also ein riesiger Verdienst, dass das Meer so nahbar geworden ist durch seine Arbeit mit den ganzen Filmen, die ja auch und die Serie, die im Öffentlich-Rechtlichen gelaufen ist, und zwar weltweit, also nicht nur in Deutschland, in der ARD, sondern eben überall international. Ganz, ganz kurze, weißt du, sind die Rechte frei? Kann man die so kriegen? Kann man da Reactions? Sonst müssen wir die mal bei Twitch gucken, wenn die Rechte frei sind. Das wäre geil. Ich glaube nicht, dass die Rechte frei sind, aber du findest fast alle in einer kompletten Länge auf YouTube. Okay. Also der ist ja jetzt nicht 60 Jahre tot oder so. Insofern, die Rechte sind bestimmt nicht frei, aber das ist ja dann die Frage, ob du ihn zitierst in einem Video, wie viel du davon zeigst und so. Das ist medienrechtlich ja dann Ja, mal eine gucken. Frage, was Schauen man wir da mal. zeigt. Genau, ja. Und dann die Frage nach dem wissenschaftlichen Verdienst von Cousteau gefragt. Und was Herr Fricke sagen würde zu den wissenschaftlichen Versuchen, die Herr Cousteau gemacht hat. Antwort: Die meisten waren schlecht. Sie haben keinen großen Einfluss gehabt auf die Forschung. Und die Erfindung davon war einiges Pionierarbeit. Aber dazu muss ich dann eben auch sagen: Ja, es war bestimmt auch viel Pionierarbeit, aber er war auch nie alleine damit, ne? Es gab immer Ingenieure. Er hatte viele Ideen und er hat Leute gefunden, die zusammen mit ihm umsetzen. Das ist natürlich toll, weil die jetzt für alle zugänglich sind, die Sachen. Ja, Ja. ich meine, das ist. Und
Ja, ich würde Cousteau, also hätte ich jetzt auch nie so als Wissenschaftler oder Forscher, sondern eher so für mich, war er auch eigentlich bekannt so als Abenteurer und eben irgendwie als Entwickler des modernen Sporttauchens. Und genau, und als Ja. Filmer und so und eben das erlebbar machen der Unterwasserwelt. Also so, dass er dafür berühmt ist. So als Forscher hätte Genau. ich jetzt auch nicht. Ja. Er war aber Mitglied der Académie française und Präsident der Französischen Ozeanographischen Gesellschaft. Ja, da hat So man würde ich immer mal. gerne große Namen. Egal. Ja. Was er jetzt Ja. genau gemacht Und hat. er hat auch, was auf seinen Verdienst geht, dass er hat vor der UNO gesprochen. Und hat es geschafft, dass die Arktis oder Antarktis, ich müsste es hier heraussuchen, ist für 50 Jahre als unantastbar, also gemacht worden, dass da nicht irgendwie komischer Schindluder passiert. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Ah, wo habe ich das denn? Wo habe ich das denn? Er war 75 in der Antarktis und bewegte die Mächtigen im Moratorium, Schutz der Antarktis für 50 Jahre zu garantieren. Das war Anfang der 90er, das heißt, und das hat sogar George Bush, der Öllobbyist, unterschrieben, dass die unantastbar ist, jetzt erstmal für 50 Jahre. Ob das so eingehalten wird, I don't know. Was ich noch lustig finde, ist, er war 1985 auf Kuba, um sich das nationale Lobster-Management-Programm anzuschauen auf Kuba. Und Fidel Castro hat den dann eingeladen. Der war der Erste, der in Guantanamo Bay seit der Krise in 62, also der Kalte Krieg in 62, da gab es ja so kurz vor, wir schießen jetzt aufeinander und zünden eine Atombombe. Und seitdem war niemand mehr auf Kuba dort. Das war doch die Schweinebucht, oder? Ja, Schweine, ja. ja, und ja, und ja, ich glaube ja. Das ist ja auch da, wo die ganzen Guantanamo-Gefangenen Ah, ist jetzt das die sitzen. Schweinebucht? Ich weiß es nicht, ob die. Also, muss mal kurz. Google es doch mal ganz kurz. Also, er war auf jeden Fall zum Schweinebucht. Lobster-Programm-Check dort und Fidel Castro fand den super nett und hat ihn aufs Dinner eingeladen und dann durfte er sich da noch an Orte angucken, die seit 62 nicht mehr betreten worden sind. Also über 20 Jahren war da keiner. Ja, durften an Guantanamo Bay rein. Und war da auch Und er ist tauchen? auch, er hat, ja, vermute ich schon. Also vielleicht nur kurz, wenn er da nur kurz zu Besuch war. Der hat halt super viele Sachen so entdeckt. Er hat auch einen total alten Hafen vor Heraklion gefunden, durch Zufall, wo er mit der Calypso irgendwie auf Forschungstour war und dann hat einer seiner Leute gesagt, also dann hat er so Windberechnungen gemacht, meinte also der Heraklion, also das ist ja Kreta und Heraklion ist der Haupthafen, die Hauptstadt von Kreta heißt Heraklion und die haben natürlich einen Hafen. Und das ist ja, ihr wisst alle, griechische Geschichte, da sind seit Tausenden von Jahren irgendwie wichtige Sachen passiert. Und dann hat er gedacht, also das kann aber nicht der ursprüngliche Hafen gewesen sein. Der hat gar keinen natürlichen Windschutz und ist dann davon ausgegangen, dass der Hafen eigentlich etwas abseits an einer anderen Stelle der Küste hätte sein müssen. Ist dann dahin gefahren, hat nichts gefunden im ersten Moment, wollte schon wegfahren und dann hat noch einer von seiner Besatzung gesagt, er möchte noch mal ganz kurz tauchen gehen und dann haben sie das heißt Dia, die Insel, dort haben sie dann den historischen Hafen gesehen und gefunden und das muss ja schon ziemlich krass sein, wenn einer der ersten ist, die überhaupt so viel tauchen, das dann auch noch mit Kamera aufnehmen und dann als erste irgendwie diese Unterwasserschätze da finden und dokumentieren, Ja, das schon ist total krass. krass. Ich war auch mal auf Kreta tauchen und da konnte man auch, da li liegen wirklich so Amphoren und noch so alte Anker rum und die kannst du dir da angucken beim Tauchen. Das ist total abgefahren. Also das fand ich auch richtig cool. Ja. Also ich habe jetzt nicht, ich habe zufällig kurz beim Gucken rausgefunden, warum die Schweinebucht Schweinebucht heißt. Das ist eh viel spannender. Und zwar hat es gar nichts mit Schweinen zu tun,
also auf Spanisch heißen Schweine Cochinos, sondern auch der karibische Drückerfisch wird in Kuba auch Cochino genannt. Und das heißt, diese Bucht ist eigentlich nach dem karibischen Drückerfisch benannt. Und aber es wurde halt dann übersetzt in Schweinebucht. Aber eigentlich ist es die Drückerfischbucht. Na, Aber das ist das dann habt nicht ihr Guantanamo garantiert Bay, nicht oder? gewusst. Nee, das ist nicht Guantanamo Bay. Nee, das ist die Schweinebucht, sorry. Ja. Okay. Ja. Gut, aber Das ist. interessant. Also die Schweinebucht ist nach dem Drückerfisch benannt. Interessant. Ja, weil Guantanamo ist ja, ist das, wo er halt war, ne? Und Ja, eine nee, Sache, die mich Guantanamo Bay persönlich. ist ganz am Ende von Kuba. Nee, das ist ein anderer Ort. Hat damit nichts zu tun. Nee, hat damit nichts zu tun. Ja. Es gibt natürlich auch immer noch das Thema, wir haben angefangen, er hat halt im Zweiten Weltkrieg auch gearbeitet bei der Marine. Wenn man da jetzt so historisch zurückgeht, es ist vor seinem Tod, ein paar Jahre vor seinem Tod, eine Biografie von ihm erschienen und nach seinem Tod hat der Biograf neue Erkenntnisse zugespielt bekommen, weil Cousteau hat eine Medaille bekommen für seine Arbeit in der Resistance, also gegen die Nazis im Prinzip. Und nach dem Tod gibt es aber Dokumente, die diesen Biografen zugespielt worden sind, wo man eigentlich das überdenkt und anzweifelt, dass das mit rechten Dingen zugegangen ist, weil die Sachen, wofür er geehrt worden ist, die waren wohl doch, ich weiß es nicht, für das kollaborierende Vichy-Regime. Ich weiß nicht, wie up-to-date du noch bist in den französischen Machtverhältnissen während der Periode des Zweiten Weltkriegs, aber es gab nur im Norden die Besatzungszone, das hatten die Deutschen alles besetzt und dann gab es das autarke Vichy-Regime in der südlichen Zone. Und die haben aber auch eigentlich, das war so eine Marionettenaktion. Also da hat Hitler wohl auch gesagt, ja, lass sie mal schön da bleiben, damit das so weiter, best also damit ke es keine weiteren Unruhen gibt, aber Entscheidungen wurden nicht getroffen. Es gab sehr viel Kollaboration. Charles de Gaulle ist ja auch nach London gegangen, also der eigentliche Staatschef ist geflüchtet, um aus dem Exil zu versuchen, die Resistance weiter aufrechtzuerhalten. Und deswegen gab es eben die Resistance, aber das war nicht das Vichy-Regime. Und er ist dafür geehrt worden, dass er für diese Resistance gearbeitet hat. Aber im Nachhinein konnte man anscheinend nachvollziehen, dass das, was er getan hat, doch von den Kollaborateuren in Auftrag gegeben wurde und eben nicht für die Resistance getan worden ist. Abgesehen davon gab es einen antisemitischen Briefwechsel mit dem Typen, mit dem er die ersten Unterwasserfilme gemacht hat, den ich auch, dieser Thierry da, Philippe Taillet, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe, mit dem hat er Briefe geschrieben und hat in einem Brief auf jeden Fall den Ton nicht so getroffen, den man heute so vermuten würde. Sag Okay, ich mal aber sie so. haben sich nicht nur Briefe geschrieben, um über Juden herzuziehen. Es klang gerade so an antisemitischer Briefwechsel. Nee, 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 das ist so ein. Nein, 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 das war wahrscheinlich auch nicht ein Brief, um über Juden herzuziehen, sondern es war ein Brief, in dem dann auch der Satz kam: So, und übrigens sind wir jetzt in Marseille und wir kriegen keine Wohnung und wir müssen erstmal die Leute hier rauswerfen. Es geht ja gar nicht klar, was hier abgeht, so, ne? Also war nicht so schön. Sein Bruder ist auch Nazi-Sympathisant gewesen und ist auch zum Tode verurteilt worden. Also, na, man kann nicht vom einen auf den anderen schließen. Aber es gibt da auf jeden Fall Themen, die nicht bearbeitet worden sind. Das könnte man vielleicht sagen. Und dann die letzten zwei Sachen, die ich noch auf dem Schirm habe, bevor ich sagen würde, wir sind eigentlich dann so gut wie durch. Es gibt einen Film, das ist aber ein fiktiver Film, der heißt Jacques, Entdecker der Ozeane. Der läuft am Nicht schlecht. 28.03., das ist in 6 Tagen, Ah. auf Dreisat. Am Samstag ist das. 16:40 Uhr. Ja, genau, am Samstag. Vielleicht ist er danach auch in der Mediathek noch. Man kriegt ihn aber auch in den Bücherhallen. Er ist schon ein bisschen älter. Und dann, das so, ich muss es mal raussuchen. Ich habe das hier, ich kann den Link einfach mal da reintun, damit, dann braucht ihr nicht suchen.
der Jacques-Filme, so. Ah, super. Mein Einfinger-Copy-Paste-System. Hoffentlich funktioniert es. Hallo? Ja, geht. Das ist der Link zu Jacques, Entdecker der Ozeane, dem Spielfilm. Also keine Doku. Und dann versuche ich noch eine Copy-Paste-Aktion für euch, weil jetzt hat ja jeder Zeit noch, ne, ihr wisst, wir sitzen alle zu Hause rum. Und die, die nicht, während wir unseren Podcast machen, dann parallel Schach spielen möchten, sondern was anderes tun, zum Beispiel stricken, die können sich die berühmte rote Mütze, die Herr Jacques Cousteau immer getragen hat, Oh. das ist so sein Markenzeichen, einfach nachstricken. Und der Link, den ich euch jetzt gerade in den Chat gepackt habe, ist eine kostenlose Strickanleitung. Ja, ich habe nur eine blaue. Ja, aber das ist auch nicht die Form, Jules. Das Deine stimmt. Mütze hat nicht die Jacques Cousteau-Form. Das stimmt, ich hatte tatsächlich mal eine rote Jacques-Cousteau-formige Mütze, aber da war irgendwie noch so ein fettes, irgendeine fette Marke drauf. Ich hatte die dann nie an. Aber ich hatte eigentlich mal so eine. Ja. Jetzt Ja, kannst du eine nachstricken. ich kann nicht stricken. Kostenlos. Ja, ich auch nicht. Aber Auch vielleicht ist da kostenlos draußen ja kann ich nicht stricken. irgendjemand, der unseren Podcast hört und uns solche Mützen stricken will nebenbei. Meine Das wäre doch eine Mitbewohnerin ganz hat tolle mir Sache. zum Geburtstag eine total schöne Mütze gestrickt. Also heute habe ich sie nicht an, aber meine Mitbewohnerin Ja. kann sehr krass stricken. Ich glaube, ich möchte irgendwann mal so eine Jacques-Cousteau-Mütze haben. Und vielleicht, ich Ja. kann auch nicht stricken. Vielleicht klappt das irgendwann. Wir müssen es einfach in jedem Stream erwähnen, dass Ja. wir sowas Der brauchen. Lockdown geht ja noch ein bisschen weiter, also Und ich habe Leute. noch. Ja, und Denkt an die solange wir zu blöd Stricknadel. sind, den Stream zum Laufen zu bringen, dass man zugucken kann, kann man nebenbei vielleicht auch einfach besser stricken. Auf jeden Fall. Ich kann die beiden Links auch gleich nochmal in Discord reinpacken, damit die nicht verlustig gehen. Mach das, Inga, mach das. Und es gibt noch zwei Trivia-Sachen. Wu-Tang Clan kennst du, ne? Na klar. Wu-Tang Clan, diese Gruppe? Natürlich, Musik? Inga. Ich war Ja, okay. sogar mal auf dem Konzert. Oh mein Gott, ich nicht. Hab sie Aber die live haben einen Song über Jacques Cousteau gemacht. Und Incubus auch. Die haben auch irgendwie Songs über Jacques Cousteau oder mit Jacques Cousteau. Also nicht mit ihm persönlich, aber ihn als Und welcher Song? Assoziation. Ja, frag mich nicht. Das habe ich nicht weiter recherchiert. Ich bin Okay. nicht so in die Details dann mehr gegangen. Das wäre jetzt falsch. John Denver hat ein Lied geschrieben, das heißt Calypso. Das ist für dieses Forschungsschiff, was er da betrieben hat. Und bei Star Trek heißt die Kapitänsjacht der USS Enterprise Cousteau. Ja, Ja, ich kann da nicht mitreden, aber ich habe es Captain recherchiert. Picard ist ja auch nach, naja, nach, also er ist nicht nach Picard, der, Jean-Luc Picard. ja, er ist nicht nach dem Picard, der als erstes in den Marianengraben getaucht ist, benannt, aber nach seinem Onkel, der Ballons gebaut hat und Stratosphärenforscher war. Aber da ist Star Trek ist da auf jeden Fall sehr nerdig mit ihrer Namensgebung, mit irgendwelchen Abenteuerwissenschaftlern und so. Das ist ganz witzig. Ja. Ja, Inga, Ja. vielen Dank für diesen schönen Einblick in Ja, Cousteaus gerne. Leben. Das war total interessant. Ich muss mir jetzt auch noch auf jeden Fall ein bisschen Danke. Videos davon angucken. Ich finde es gut. Ich gebe dir mehr Themen zum Recherchieren. Ja. Ich finde das super. Du erzählst das dann immer total toll. Dankeschön. Ist aber auch eine Scheißaufgabe, weil ich nämlich so ein furchtbarer, schlimmer, dann von Hölzchen auf Stöckchen-Scheiß-Typ bin. Ich darf mir da eigentlich nicht so viel Zeit für geben. Ja, was so geil, weil du noch so coole Details immer findest. Fand ich sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön, Inga. Ja, danke. Gerne, gerne. Ich mache es auch sehr gerne, muss ich dazu sagen. Ich mache es gerne und dann denke ich so, Scheiße, ich hätte das Kinderbuch schon fertig haben können, wenn ich jetzt nicht den dritten Tag in Folge mich mit Cousteau beschäftigt hätte. Na, schreib dein Kinderbuch. Sonst gebe ich dir keine neue Mache ich jetzt Aufgabe, auch Inga, ab morgen. wenn du dein Kinderbuch nicht schreibst. Ja, ich würde dann mal Keine sagen, Sorgen.
dass wir uns jetzt dann mal verabschieden. Es ist auch schon 10:30. Wir müssen ja ins Bettchen. Ja. Aber es ist ja Tag des Faulenzens. Wir müssen ja ins Bett und vielen Dank an Bobmans. Es ist Tag des Faulenzens. Und total super nett. Bobman Staff hat noch geschrieben, er würde sich das auch als echten Podcast anhören, was wir gerade machen, also auf Spotify. Dazu muss man sagen, Bobman Staff, eigentlich haben wir einen dritten Typen, der heißt Dr. André Lampe im Team. Und der daddelt sich durch Games normalerweise. Und wir reden dann über Wissenschaft und Forschung und auch zu den Assoziationen, die uns dann spontan einfallen. Natürlich bereiten wir auch immer irgendwie was vor. Aber eigentlich leben wir vom Visuellen und ich bin echt froh, dass wir es jetzt dieses Mal und auch letztes Mal hingekriegt haben, ohne den visuellen Anteil, der uns viel auch durch André und sein technisches Know-how und sein Gedaddel zugutekommt, dass wir es trotzdem auch gut geschafft haben. Und es gibt noch eine Frage an dich, Jules, auch von Bobman Staff. Mhm. Wieso ist das besonders, dass unter Eisplatte, wo kein Licht hinkommt, sich Leben tummelt? Ist ja in den Tiefen der Meeren Standard, dass es ohne Licht Leben gibt, in Klammern durch unterirdische Vulkane und so weiter. Das hat er nicht ganz verstanden. Ah, so. Ja, also das stimmt. Also in der Tiefsee gibt es Leben und da hast du natürlich auch das Ding, dass da kein Licht ist. Aber oben drüber ist ja Licht. Das heißt, oben drüber hast du Algen und Leben, das da stattfindet, das da abstirbt und dann nach unten sinkt. Wenn du jetzt aber oben eine Eisschicht hast, fehlt dir eben dieser ganze Lebenspart. Und das Ding ist ja, dieser Eisberg ist ja, hatten wir gesagt, doppelt so groß wie Berlin. Also ne, es ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Fläche, wo gerade oben keine Sonne ist, sondern wirklich eine gigantische Fläche, wo oben keine Sonne ist. Das heißt, du hast da oben auch kein Plankton, das sich bilden kann, eben kein Leben, das oben stattfindet. Und deswegen ist es überraschend, dass unten Leben ist, weil das heißt, diese Nahrung für diese Tiere, die unten sind, muss irgendwie anders unter dieses Eis kommen. Also vielleicht sind das eben irgendwie auch doch kleine Algen, die irgendwie von Land da reingetragen werden langsam oder eben irgendwie durch Strömung und das Eis. Weiß man noch nicht. Das sind jetzt eben genauso die Fragen, die jetzt da die Wissenschaft beschäftigt, wie das möglich ist. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klarer, warum das so besonders ist. Ja, dir schon. Also ich fand es super erklärt. Ich hoffe, das ist Bobman. Oh ja, für ihn war es auch gut. Er hat ja geschrieben und bedankt sich. Und Horsi hat noch mit so einem, ich weiß auch immer nicht, wie man diese Emojis nennen will. Er hat noch geschrieben, echter Podcast auf Spotify und dann so ein Zungenleck-Emoji. Ich bin Autist, was Emojis betrifft. Ich verstehe ja den Gedanken bei den Emojis immer nicht. Was bedeutet das, Jules? So, ist das so ein Emoji? So? Ja. Wie interpretiert man das? Ist es verrückt? Ist Spotify kein Podcast-Format, was in der Community, die wir gerade haben, gehört wird? Das weiß ich nicht. Ich verstehe den Sidekick noch nicht. Jetzt den Emoji weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß, meine Mutter benutzt das Emoji immer als lecker. Aber ja, kann man. Aber kann man. Man muss nur wissen, wie der andere ihn verwendet. Das stimmt, ja. Ich benutze diesen Emoji mehr so als so Spaß, Zunge raus, weißt du so? Weißt du so, ich habe dich ein bisschen geärgert. So. Ja. So benutze ich den eher. Meine Benutte benutzt ihn als lecker. Deswegen war es vielleicht auch eher so, ja. Macht einen Podcast, so wie... Ja. Wir wollten ja was anderes machen. Alle machen einen Podcast. Nee, ich glaube, das meint er nicht, weil Bobman Staff hat mir dazu geschrieben, Spotify ist nicht die beste Quelle für Podcasts, meinen manche. Hm. Und ich glaube, das ist so ein Nerd-Ding. Also ich kenne mich jetzt in der Podcaster-Community nicht aus. Ich kann mir vorstellen, dass alles, was so Podcaster machen, die mit dem Herzen dabei sind, die machen das wahrscheinlich hauptsächlich auf alternativen Plattformen und Leute, die irgendwie damit auch ein bisschen Geld verdienen wollen, über so ein Einnahmemodell, das ein bisschen automatisierter läuft, die machen das dann vielleicht über Spotify oder so, wobei man da auch wahrscheinlich nicht viel Geld mit verdient, ich habe keine Ahnung, aber Spotify ist halt in der normalen Bevölkerung bekannt, oder? Ja. Naja, ich glaube, die meisten machen jetzt ihre Podcasts meistens irgendwie auf iTunes, Spotify,
Oder wherever you get your podcasts. So, dass das eigentlich überall ist. Aber die meisten haben das dann irgendwie auf Spotify, haben es noch auf ihrer eigenen Seite oder sowas. Ich glaube, da wird eher so jede Plattform bedient, um irgendwie alle happy zu machen. Ja. Alles, was geht. Ja. Ja. Ja, Podcast-Format, so weit sind wir noch nicht, aber wir machen das ja im Prinzip indirekt gerade. Ja. Wir hoffen, dass wir mit der Technik hinterherkommen und euch beim nächsten Mal ein nicht stotterndes Bild und damit ein visuelles Erlebnis ermöglichen können. Aber sollte es wieder schlecht sein, bitten wir um gehäkelte Jacques Cousteau-Mützen. Genau. Vor allem für den Dugong. Das kann man ihn dann über die Schnauze ziehen. Ja. Das finde ich doch. Ich habe mich total gefreut, mit dir zu quatschen, Jules. Ja, fand ich auch. Und ja, wir machen es wieder. Und dass so viele Leute bei dieser Übertragungsrate geblieben sind, 500 Kilobyte. Ist auch phänomenal. Danke an euch. Dafür wird es umso besser, wenn das Video wieder geht. Dann wird das wie so eine Erleuchtung. Ja. Oh. Naja, okay. Leute, wir machen jetzt Schluss. Wir müssen alle ins Bett. Ja. Schön, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und damit sagen wir gute Nacht. Ja, auch. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Faulenzen, plötzlich wissen. nicht mehr am Tag des Faulenzens. Ja, das wird irgendein anderer witziger Tag. Macht's gut, schönen Abend. Ciao, ciao. Tschüss.